Die Game of the Year Edition von Project Cars ist draußen. Mit ihr kam ja auch die kombinierte Nordschleifen-Variante und dieses schöne Prachtstück aus dem Hause Pagani, was wir uns heute mal angucken werden. Der Pagani Huayra BC. Das BC steht dafür ein Benny Ciaola, glaube ich, der erste Kunde von Pagani und ist einfach nur eine Würdigung für genau diesen ersten Kunden. Und ja, steht das Dinge verdammt biestig und fetter. Wir kennen natürlich schon den normalen Huayra, den haben wir schon im Spiel. Huch, da fuhr gerade einer durchs Bild. Aber das ist die etwas schärfer gemachte für die Rennstrecke-Version. Ja, Project Cars wieder, wie es lebt und lebt. Es geht wirklich super los. Ist auf jeden Fall die etwas schärfer gemachte Rennstreckenversion. Wir haben ein etwas schärferes Bodykit mit verschärften Aerodynamikteilen. Jetzt habe ich 18.000 Mal scharf gesagt. Aber wir haben auch einen ziemlich fetten Heckflügel, der für ein bisschen mehr Abtrieb sorgen soll. Ja, und ich habe mich mal hier für diese Carbon-Lackierung mit goldenen Felgen entschieden. Das sieht schon richtig geil aus. Naja, und die Performance springt dem Betrachter direkt ins Auge, quasi einfach nur, wenn man diese rot ausgefüllten Scheinwerfer sieht. Das ist schon echt richtig nice. Wir haben unter der Haube den gleichen 12-Zylinder AMG, 6-Liter AMG 12-Zylinder von Mercedes AMG. Ja, wiederhole ich ruhig 18.000 Mal. Der hat in der normalen Variante 730 PS, hier sind wir bei 800 PS. Also wir haben nochmal 70 PS da rauskitzeln können. Wir sind bei 1000 fetten Newtonmetern Drehmoment und wir haben eine Gewichtsreduzierung in diesem Fahrzeug. Der normale Huayra wiegt schon federleicht 1350 Kilo. Da war ich ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe. Ja, und der hier ist bei 1220 oder so. Also da haben sie nochmal richtig abgespeckt. Ja, und wie sich das Ganze fahren lässt, das gucken wir uns heute mal auf der Road America an. Ich mach mal hier schön. Ja, jetzt geht's los. Wir gehen ins Cockpit und fahren hier direkt mal eine Runde gegen die KI. 29 Fahrzeuge auf der Strecke. Der normale Huayra ist vor uns, das sehen wir schon. Wir warten, bis wir geduldig die Steuerung übernehmen können hier. Wow, das Lenkrad war noch falsch eingeschlagen. Ah, ja, das schneiden wir vielleicht mal raus, vielleicht aber auch nicht. Wir starten mal eben das Neue. So, ohne Pannen natürlich geht's hier weiter. Wir starten das Rennen gegen die KI auf der Road America. Wir haben echtes Wetter eingeblendet und ich glaube so 15 Uhr nachmittags oder so. Ja, es ist leicht neblig gerade in Nordamerika, so wie es aussieht. Es geht hier direkt schon mal souverän los. Wir haben voll den Start vergeigt, aber das ist nicht schlimm. Die KI ist ja auf den ersten Metern naja, fast so inkompetent wie wir, würde ich mal jetzt einfach mal sagen. 270 da schon das erste Mal auf dem Tacho. Und hier gehen die roten Lichter an. Der normale Huayra ist vor uns. Ebenso wie ein paar Roofs, ebenso wie ein Leica Hypersport, so heißt er richtig. Boah, ich bin ein bisschen raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon so lange nicht mehr Project Cars gezockt. Und generell auch so lange kein Video mehr aufgenommen. Boah, was ist denn das hier? Chill doch mal. Ihr ganzen Apollos und Roofs, wer ihr nicht alle seid. Boah, guck mal, was der hier für Power an den Tag legt. 800 PS, 1000 Newtonmeter Drehmoment. Ist natürlich auch schon eine Menge. Aber die Rüflein hier vor uns, die haben auch 730 PS. Da konnten wir gerade mal locker dran vorbeiziehen. Sonder Cinque Roadster, der auch richtig geil aussieht. Aber ich konzentriere mich jetzt hier mal ein bisschen aufs Fahren. Und versuche den Kontakt mit der KI zu vermeiden. Ihr könnt mal ein bisschen den Sound zuhören. Ich laber dann gleich wieder weiter. Fuck. Sehr, sehr tänzelt auf der Bremse. Was sich ziemlich nice anfühlt. Oh Mann, das war die erste Runde. Ja, für alle, die es noch nicht gemerkt haben, ich bin wieder am Start. Ich habe wieder Internet. Und es geht wieder endlich los nach drei langen, zehrenden Monaten.
92, 300, jawohl. Bremsen wir hier mal ein bisschen ab, glaube ich. Naja, bin ich wieder online. Da ist auch heute von einer Stunde ungefähr das Ich-bin-wieder-da-Video hochgegangen. Das könnt ihr auch gerne allen Leuten schicken, die Bescheid wissen müssen, dass abgefahren wieder am Start ist. Ich nehme gerade in 60 FPS auf. Ich hoffe, ich kann das auch so rausrennen und hochladen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, obwohl Fraps die ganze Zeit 60 FPS anzeigt, sind das nicht die ganze Zeit konstante 60 FPS. Kann das sein? Oh! Alter. Ja, dafür, dass wir so federleicht sind, haben wir eigentlich doch schon einen langen Bremsweg, habe ich das Gefühl. Aber ein schönes Motorengeräusch, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Richtig schönes Aufladen der Turbos, was man sich gut reinziehen kann. Und auch dieses fette Blow-Off-Ventil am Ende. Naja, wenn man vom Gas geht halt. Vorsicht ist geboten auf jeden Fall. Ein recht spitzes Moped. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, was der so für Reifen drauf hat. Da stand ja, haben wir vorhin gesehen, P0. Die ja dann doch eher in Richtung Rennreifen gehen, beziehungsweise ja, Rennstreckenreifen, Sportreifen. Aber ich denke mal, es sind keine Slick-ähnlichen Reifen, sondern eher so Semi-Slicks. Schätze ich jetzt einfach mal. 300. Jetzt müssen wir bremsen. Guck mal, was der Ruf da von hinten kommt. Was hat der denn eigentlich für eine super Bremsleistung? Fuck. Oh. War doch schon hart Laune. Ja, wir haben hier irgendwie gerade keine konstanten 60 FPS. Ich weiß nicht warum. Er zeigt's an. Ich habe gar keine Schwankung hier von der Fraps-Anzeige zumindest. Aber ich weiß nicht, was da los ist. Ich wollte mich ja eigentlich auch aufs Fahren konzentrieren. Wie der losstürmt. Guck dir das an, 210, 20. Da ist der Roof schon on fire. Aber der Pagani zieht trotzdem mal dran vorbei. Nicht zu weit rauskommen hier mit dem kleinen Driftversuch. Geht ja bei 200 einfach mal quer. Ich überziehe die Gänge auch die ganze Zeit, ne? Ich bin ständig im Begrenzer. Ah, jawohl. Gas, Gas, Gas. Wir sind 13. von 29, das war die dritte Runde, Rennen ist halb vorbei. Und wir müssen mal zusehen, dass wir den Sylvain Blanc, Blanc. Auf jeden Fall müssen wir vorne drankommen, die KI einholen. Haha, sobald der Turbolader kommt. Psst. Licht geht. Ich wollte gerade mal gucken, wie sich die Instrumentenbeleuchtung dadurch ändert, weil die ist ja schon an.
Aber die bleibt dann wohl so. Hier, jetzt gerade 60 FPS und jetzt nicht mehr. Seht ihr das? Das sieht man doch. Ich hoffe, in der Aufnahme seht ihr es nicht. Ey, tut mir leid, das sind keine 60 FPS. Ich werde das Video wahrscheinlich auch nicht als 60 FPS Video hochladen. Obwohl andererseits kostet ja nichts, ne? Na, ist auf jeden Fall scheiße so. Da funkt irgendwie noch eine V-Sync dazwischen. Die das Ganze immer runterregelt. Obwohl Fraps die ganze Zeit 60 FPS anzeigt, haben wir die hier definitiv nicht. Es tut mir leid, das sind meine ersten Gehversuche mit 60 FPS Aufnahmen. Abgesehen von den paar, die wir vor einem Jahr schon mal gemacht haben oder so. Aber das will ich auf jeden Fall jetzt verstärkt machen. Und auch generell die Bitrate der Videos hochrattern, weil ich kann jetzt hochladen, Leute. Oh Gott, ist das schnell. Ich habe nur aus Spaß, das Red Pack Video war ja noch ohne Internet. Das habe ich ja auch noch woanders hochgeladen, aber dann habe ich dann einfach mal in hoher Qualität rausgerendert und aus Spaß nochmal hochgeladen. 1,8 GB und ich glaube, ich habe eine Viertelstunde hätte ich gebraucht zum Hochladen, was sonst also bestimmt wohl 13 Stunden gedauert hätte mit der alten Leitung. Ungelogen, also wirklich ungelogen. Und jetzt kann ich schön mit 5, 6 MB hochladen pro Sekunde, was richtig nice ist und was auch noch nicht, das ist auch noch 50% der eigentlichen Kapazität dieser Leitung. Aber das klärt sich noch. Ich muss noch ein gescheites Kabel haben und so weiter. Das muss ich noch sehen, wo wir da am Ende bei landen. Aber heftig, ey. Naja, und das werde ich euch auf jeden Fall alles entgegenschmeißen. Werde ich noch schön viele Frames pro Sekunde kriegen. Schön hohe Bitrate. Da muss ich zwar meinen Vorrat an externen Festplatten aufstocken, um alles wegspeichern zu können. Aber dafür habt ihr dann hübschere Videos. Der Leica Hypersport hinter uns hat auch über 700 PS, kam ja als Freecar damals dazu. Und erinnert mich irgendwie an so ein... Oh. Ja, genau. Was war das denn bitte? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Ich wollte gerade sagen, wie mich der Leica irgendwie immer an so einen Hund erinnert, einfach wegen dem Namen. Weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Leica, Leica. Ist ja eigentlich auch mehr so ein Instrument, ne? Die Balalaika. Aber es passt ja auch zum Auto. Ich Balalaika Hypersport. Na egal, fieser Drift gerade. Sehr, sehr schön. Und jetzt Reifen heiß oder was? Puh. Guck mal, was der jetzt einlenkt auf einmal hier. Und mit dem Arsch kommt. Dann gucken, was sagen denn so die Reiftemperaturen hinten. 78, ja, eigentlich ganz normal. Mal gucken, wie viel Leistung wir haben. Wir müssten hier über 800 PS haben, weil es ein bisschen kälter ist, glaube ich. Jawohl, da geht er höher. Ist mir gerade auch schon aufgefallen. Und so ein Turbomotor... profitiert natürlich von kälteren Temperaturen. Ja, zweimal hochgeschaltet. Ach Gott. Es fängt an zu regnen. Oh, ich glaub's nicht. Echtes Wetter, wie geil ist das denn bitte? Ja, habe ich Scheinwischer belegt, jawohl. Geht's hier trotzdem mal mit 92 am Ruf vorbei. Und dann wird hier ausgebremst, was das Zeug hält. Hoffentlich sind wir noch nicht zu spät hier. Nein, geht noch. Kommen wir trotzdem leicht ins Rutschen und geben hier wieder Gas. Ruf neben uns. Da ziehen wir ab. Boah.
So dynamischer Wetterwechsel ist schon was Hardcore-Geiles. Vor allen Dingen habe ich da jetzt nichts eingestellt. Und einfach nur ja, das echte Wetter eingestellt und wusste davon jetzt wirklich gar nichts. Und das macht das Ganze noch mal eine ganze Nummer fetter. Ich hoffe, die Framerate bleibt hier stabil. Hier sind wir zu schnell, hier sind wir eindeutig zu schnell und kommen hart von der Strecke ab. Scheiße. Nehmen den Ruf hinter uns nicht nerven. Ach guck mal, da hat der Leikan auch den Ruf überholt, oder was? Das ist die letzte Runde übrigens. Wir können also gleich schön in die Box fahren und uns Wegreifen aufziehen und mit denen wieder nach Hause zu cruisen. Oh, schönes Ding, schönes Rennen. Wir sind Platz 12 geworden. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. KI hat auch eine gute Figur gemacht, außer natürlich der Start, der immer so ein bisschen ist. Ja, und ein, zwei Fehlerchen von uns. Aber für die erste Folge Project Cars seit langem ist es akzeptabel, glaube ich. Wir sehen hier nochmal ein bisschen was aus der Wiederholung. Ich sage danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Und, ach guck mal, Dominik Schönberner ist hier in der KI-Liste. Ist ja witzig. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, macht's gut. Tschüss.